Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und sie haut einfach durch meinen Kopf durch. Oha. Ah. ja, Master of Schauspiel mal wieder on board hier, ne? Ja, unser Häuschen ist ja soweit fertig, ne? Oder? Unser Haus ist doch soweit fertig erstmal, ne? Mit einer Inneneinrichtung? Nein, aber ja. Ne, ich meine das Haus. Das Haus an sich als Struktur ist fertig, oder? Ach nee, warte, gar nicht wahr. Oben das Bett fehlt ja noch, ne? Also der Betteinhang. Und hier ist noch so ein bisschen Holz übrig irgendwie so. Was da auch mal raus muss. Tschüss. Ja, das hast du gemacht. Jetzt kannst du es auch wegmachen. Ja, das ist ja, das wird ja hier für die Dachstruktur benötigt. Das muss aber raus. So. Hält bitte. Aber dann möchte ich eine Leiter nach oben. Keine Treppe. Wie, Leiter? Leiter willst du haben. Ich dann noch eine Treppe nach oben. Oder Ranken. Nee, Ranken finde ich, weiß ich nicht irgendwie. Ranken bin ich mir nie ganz sicher, ob die so das sind, was ich haben will. Woraus bauen wir den Einhangboden? Suchst ja. Ich hätte gesagt, wir nehmen da irgendwie einen Stamm aus irgendeinem Holz und kloppen den da einfach zwischen. Und füllen den Rest da mit Brettern aus, weißt du? Das verstehe ich wiederum nicht. Wir nehmen einen Stamm und hauen den Rest mit Brettern aus. Where is that not to understand? Mach einmal und ich gucke, ob ich es scheiße finde oder nicht. Geht direkt davon aus, dass es scheiße ist. Und es fängt an zu regnen. Yay. Ja, das ist kein Schwarzeichenstamm, ich weiß, das ist Fichte. Oh. Das ist Absicht. Eiche. Was? Ich dachte, das wäre Eiche. Nee. Okay, auf so einen blöden Block habe ich keine Lust. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Farbwahl ist mir gerade auch nicht so gut gelungen, finde ich. Irgendwie. Weiß nicht. Hier ist die Frage: Kann man da oben stehen, wenn wir hochgehen? Was ist das für ein Kackbalken? Nein. weg. Ganz schnell weg. Nein. Wobei ich glaube, aber den Balken, den baue ich trotzdem hier noch rein. Einfach fürs Design. Ja, jetzt guck mal, ob da oben auch genug Gehfreiheit ist. Ja, wie komme ich da jetzt so hoch? Ja, Leiter oder Ranke. Habe ich beides nicht dabei. Du bist schlecht. Ja. Also Platz genug ist hier oben auf jeden Fall. Ne? Das ist hier ein muckeliges kleines Dachdingen. Ne? So ein Dachdingen. Ja, Dachdingen, ja. Ich mag mein Dachdingen. Hast du was gegen mein Dachdingen? Das ist als Dachdingen, sag ich das, ja. Puh. Ja, also gut, vermutlich wäre jetzt hier die Ranke die bessere Wahl, weil die kann man ja auch hinhängen, ohne dass da was hinterhängt. Die Leiter muss ja irgendwas hinter sich hängen haben. Ja, deshalb sage ich Ranke. Ja, Strickleiter gibt es leider noch nicht hier. Also sowas. Sowas existiert? Es gibt ein paar Mods, die haben sowas dabei. Das ist halt so eine Strickleiter. Das ist halt wie die Leiter, nur halt, dass sie nicht hinterhängen muss, ne? Aber naja. Aua. Ist dennoch durch die Tür gekommen. Aber voller Gegengerannt. Jetzt müssen sie nur noch wachsen. Ja, das haben wir schon ein bisschen blöd durchdacht. Geht doch. What the fuck ist denn hier mit dem Block los? Hä, what the fuck ist denn mit den Zäunen hier los? Also, ich würde dann hier ein riesiges großes Bild machen. Krass, hier haben gerade die Zäune richtig hart gebuggt, hast du das gesehen? Nein. Ich bin hier oben. Hier kommt das Bett hin. Ne? Weiß ich will dann irgendwas an der gegenüberliegenden Wand haben. Das kann man ja regeln. Wir können auch hier gerne noch die Decke ein bisschen abschrägen, weißt du? Nein. Nein? Ich finde das schon gut. Ja, aber so ist das so eckig. Wir können hier noch ein bisschen glatt ziehen, die Decke. Auch mit Treppenstufen wieder, weißt du? Wow. Oder mit ein bisschen Birke noch ein bisschen heller machen, so.
Sondern es kommt noch weniger Platz. Nein, das kommt nicht davor. Wenn, kommen dann hier die eine Reihe Blöcke raus und wird dann da so eingesetzt. Das sorgt dann für ein bisschen mehr Platz hier, weißt du? Wenn dann hier die ganzen Blöcke wegkämen, dann wäre hier überall so... Aber ich will das Strom dunkel noch ein Teil haben. Ja, dunkel bleibt es ja trotzdem. Dann tauscht man ja nur die zwei Reihen hier aus. Das wird aber den ganzen Raum ein bisschen lichtiger machen, weißt du? Weil sonst ist alles zu dunkel hier irgendwie. Du magst aber düster. Du magst es düster? Der Zimmer ist ja auch düster. Du, mein Zimmer ist nicht düster. Du hast schwarze Möbel, ja hast du. Ja und? Aber sobald ein bisschen dunkel wird, mache ich Licht an. Ja, selbst wenn es nicht mal richtig draußen dunkel ist oder so, dann machst du das Licht an. Ja, das wissen wir. Ja. Ich habe kein Holz mehr. Angst. Ja, ich habe ganz doll Angst im Dunkeln. Gruselig. Nein, du wolltest ein Bild haben, ne? Was? Wann habe ich das gesagt? Du sagst für die gegenüberliegende Seite jetzt gern ein Bild. Also du hast gerade Beet gesagt. Natürlich, ein Beet kriegen wir auch. Nein, ein Bild schon, so mit... Ja. Mit so Zeug drauf. Was schön am Tag. Ja, das mit dem Schön, das, ja, musst du mit dem Spiel klären. Ich kann nur Bild erstmal machen. Was wollte ich denn holen? Ich wollte... Ein Bild holen. Nee, ich wollte erstmal auch Birke noch holen. Mit Birke baue ich tatsächlich relativ viel, wenn es um Häuser geht. Was ist? Mit Birke baue ich relativ viel, wenn es um Häuser geht. Du bist ja auch birksichtig. Ja, natürlich. Ich birksichtig immer. Gut, das sieht jetzt irgendwie ein bisschen lustig aus, aber das ist mir jetzt egal. Das sieht blöd aus. Psst. Mach dann wenigstens die Lücke dazu, weil er fuckt es nicht weniger ab. Hier den Totenkopf. Nein. Hast du nur die beiden? Ich kann das nicht beeinflussen, was da für ein Bild hinkommt. Nee. Nur mal Fernseher gucken. Also was ich mache, was ich aber beeinflussen kann, ich kann hier zwei einzelne so hinhängen. Von einem Menschen. Genau. Nein, der Mann mit normalem Gesicht. Ja, keine Ahnung, kann sein. Aber ich habe nur ein Bild mitgenommen. Doch, mach die Lücke hier zu. Was packt mich sonst ab? Ja, Sekunde. Ich bin auf dem Weg. Ich nehme direkt ein paar mehr Bilder mit. Ja, bitte. Das macht ein bisschen gruselig, dieses Bild da. Jetzt ist so ein Fenster, da würde einfach niemand stehen. So. Ja. Wir können auch Banner dahin hängen. Wir haben so viele Banner von unserem Nachbarn geschenkt bekommen. Oder wir kaufen uns noch ein paar bei denen, aber ich habe kein Geld mehr. Hast du noch Geld? Keine Ahnung. Steht doch recht in deinem Bildschirm. Das ist doch aus. Das ist das. Das ist alles sehr, sehr. Ja, nein. Oh, das hat. Oh, das sah schön gerade aus. Sonnenuntergang? Ja. Kann ich auch da hinhängen, Sekunde, ne? Ja, komm jetzt, Bild. Doch, das kommt, muss so lange du warten. Ach, ja, fuck! Oh nein, du bist zu schnell! Ha, da ist es. Da war auch gerade ein. Jetzt oben kannst du noch eins hin tun. Noch eins, hier oben. So ein kleines, die Ecke. Dann Creeper. Zwei kleine. Ne, so geht das doch auch, oder nicht? Oder noch ein kleines in die Mitte. Ja. So. So eine schöne Bilderwand. Ja. Jo, hat was. Sehr gut. Das Bett? Ja. Wollen wir uns ein Bett, so ein Bett bauen oder wollen wir ein normales Bett hier einfach hinstellen? Wie meinst du das? Ja, man kann ja auch mit Wolle so tun, als ob es ein Bett wäre. Wir können auch das Bett färben. Ja, aber ich meine, ob wir ein normales Bett im Sinne von das Block-Ding-Bett dahinstellen, ne? Den Bett als Block, ne? So zwei Blöcke oder ob wir ein Bett hier hinbauen. Was dann so aussieht wie ein Bett. Hast du noch Glas? Immer. Mach mal zu. Es zieht. Luft. Fuck, nein. Ich
Ich hab den Block angeklickt. Kannst die Lücke hier zumachen? Die hier? Ja, die hier vor, direkt vor unserer Nase. Danke. Jetzt stört es mich wenigstens weniger. Na, da finde ich die andere Seite angucken. Die andere Seite sieht jetzt dafür noch komischer aus. Aber das ist egal. Da guckt ja keiner hoch. Ja, scheiße. Weißt du, zur Not machen wir einfach hier auch direkt schon den Metallboden rein und das Problem ist gelöst. Dann ist da oben einfach so ein Leerraum, der einfach da ist. Kann man hinten eine Kiste drin verstecken oder so, keine Ahnung. Okay. Wir können auch so ein Bett bauen. Das ist mir egal, musst du jetzt entscheiden. Du musst es jetzt entscheiden. Weil ich habe keine Ahnung, wie man ein Bett baut. Wo bist du? Hallo? Ich bin draußen. Im Regen, du hast den Regenschirm vergessen. I have no Regenschirm. I'm so arm, I have no Regenschirm. Aber ein Haus. Logisch. Das ist ein Lager, das ist kein Haus. Also los, bau ein Bett. Ja, da brauchst du rote und weiße Wolle für und dann ist fertig. Aber ich glaube, das passt da glaube ich gar nicht rein, dafür ist die Decke jetzt zu niedrig. Also müssen wir normale Betten nehmen. Ist die Farbe genehm? Noch irgendwo Bücherregale. Hatte ich irgendwo mal Bücherregale? Besitze ich sowas überhaupt? Weiß nicht. Na gar, ich hab genug Bücher, ich kann einfach Bücherregale bauen. So, erstmal 10 Bücherregale gegönnt, ne? Ich hätte bestimmt einen guten Preis erzielen können, die Bücher. Aber egal. Guck mal. Wo bist du denn? Ich war auf dem Weg zurück zum Haus. Guck mal. Oh ja, blaues Bett. Blaues Bett. Und das zweite? Wir haben keinen. Ich nehm das rote. Ernsthaft? Ja, ich hab das einzige weiße Bett blau gefärbt. Du kannst doch das rote Bett blau färben. Also du kannst die Betten immer färben. Bin ich gerade nicht in der Lage hochzukommen. Yes. Ah. Place it here! Place it here! Noch ein rotes. Place it here. Yes. Hier muss noch ein Teppich drumherum, weißt du, so ein weißer, schöner, kuscheliger Teppich. Damit das rustikale Haus auch gar nicht mehr rustikal dann aussieht. Brauchst du einen Wolle. Ein Wolle? Ein Wolle, ja. Nein, zwei Wolle. Drei Wolle. Zwei Wolle? Fünf Wolle. Was? Was? Jetzt bin ich raus. Zwei Wolle. Hier. Teppich, zack. Haben wir noch eine Chest irgendwo hier? So eine Chest hier? Gehen wir mal eine Chest hier. Aber wie mache ich einen Tisch? Ein was? Ein Tisch. Wie ein Tisch? Ein Tisch. Ja, was für einen Tisch willst du machen? Ein Küchentisch. Esstisch. Ja, nimmst du Holz, eben. Nimmst du Holzblöcke, Treppen oder Zäune und Druckplatten oder so. Keine Ahnung, gibt's da verschiedene Wege. Ja, was, was? Was? Was, was? Ah. Hier hinten fehlt doch noch ein Glas, ne? Oh. Hier drüben. Ja. Und eigentlich wollte ich hier oben auch noch so Zwischenbalken reinbauen, weißt du? Fehlt nicht noch irgendwie. Verzählt oder was? Ja. Ach nee, haha, gar nicht wahr. Wo bist du? Was machst du? Wo bist du hin? Ich überlege wegen Tisch. Wegen Tisch, aha. Oh mein Gott, warum kann man Schüsseln nicht absetzen? Was ist das denn für ein Kack? Minecraft ist kein 3D-Spiel, das kann nur Blöcke. Aber wieso haben wir dann Schüssel? Fürs Kochen. Was bringt's mir, wenn ich sie nicht hinstellen kann? Du kannst damit kochen. Ah. Reicht das nicht? Das ist ein beschissener Tisch. Ich kann keine Tische.
Ja, wolltest du das hochmachen oder was? Wolltest du die so hinsetzen oder wie? Okay, das ist besser. Das ist besser oder wie? Verurteile mich nicht! Tu ich doch gar nicht! Ich hab doch gar nichts gesagt! Ich bin doch ein lieber, guter Mensch. Und die Zeit ist schon wieder oben. Wir müssen schon wieder aufhören. Oh mein Gott. Wo ist unser tolles, dickes Bett da oben? Das sieht doch ganz gemütlich aus eigentlich, oder nicht? Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ich finde, sieht ganz nett aus. Warum gehst du den Weg? Was? Weil ich hier Position brauche für das Foto. Stell dich mal schön daneben, dann kann ich ein schickes Foto mit dir machen. So ein Verkaufsmodel, weißt du? Ey! Don't break it kaputt! Oh, warte. Ich fix's. Ah! Jetzt muss dann eine Blume hin. Das ist ein halber Block, da kannst du keine. Warte. Da kannst du keine Blumen rausstellen, das ist ein halber Block. Ah! Warum bist du Kackeblock? Ich hab nicht hoch. Ich seh's. Ich stell dich mal neben und guck mich an. Warte. Ja, das tut's auch. Das ist ein gutes. Das heißt, jetzt habe ich ein gutes Bild, okay. Warte, nein! Was? Hä? Ich schwebe. Fliegender Teppich. Okay, dann noch ein Bild mit fliegender Teppich. Yay! Jetzt habe ich mein Bild. So, dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und. Ciao. Perfekt. Scheiße. Du bist